Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sage ich euch einfach mal, was ich zu Ostern bekommen habe. Ich sage euch das nicht, ich zeige euch das. So, es war ja dieses Jahr so, wir hatten es ja auf Nachmittags verlegt, weil meine Oma und Opa, Tante, Onkel, Cousine und mein Cousin waren da. Gut, meine Cousine ist 7 und mein Cousin 2 Monate und 11 Tage alt. Aber so am 11. April. Ja, ich bilde euch ein Bild. Ich hab schon länger kein Video gemacht, ihr merkt. Ich blende euch hier mal ein Bild ein, wo ihr uns ein bisschen seht. Hier ein Bild, wie wir da noch am Kaffeetisch sitzen. Ich hab auch ein Bild, wo alle drauf sind, aber das sieht erstens sieht sehr kreativ aus, weil gerade alle in den Kuchen reinbeißen. Und zweitens, ich nicht jeden hier auf YouTube haben will, das ist schon ganz okay so. So, was habe ich bekommen? Und meine Cousine erzähle ich auch nochmal, was sie bekommen hat. Das ist zwar nicht das Titel des Videos, kann ich aber trotzdem auch nochmal. Wir haben ja die Eiersuche mit meiner Cousine gemacht. Ostereiersuche, so. Ja, um genau das zu beschreiben. Ja, wir haben es diesmal zu zweit gemacht. Fand ich auch mal ein bisschen cooler. Also habe ich mich dafür entschieden, ob dann haben wir es so gemacht. Und sie hat auf jeden Fall dann auch, also ich habe das hier bekommen, so eine ähnliche Box bekommen, wo ihr Name denn drauf stand. Sie hat das, naja, so nach 2, 3 Minuten schon gefunden. Erst meinte sie, oh, das ist ja voll schwer und so. Bei Oma habe ich auch ewig gesucht. Bei Oma war sie, hat sie gesucht. Und sogar bei meiner Tante und Onkel. Also ihren Eltern hatte sie dann auch noch eine Ostereiersuche. Also 3 Ostereiersuchen, das ist auch mal was. Ich hatte eine. Und das reicht auch. So, auf jeden Fall 25 € Gutschein. Mega. Kann ich mir auch wieder was Gutes kaufen. Ich weiß noch nicht was. Ja. Mal schauen. Format habe ich nachher. So, das habe ich bekommen. Ja, dann hier noch zu Ostern. Da war mein Onkel da. Also mein anderer Onkel. Ich habe ja drei. Einer kam am Ostersonntag, auch ein bisschen unterhalten noch, meine Tante auch. Also, ja, mein Opa habe ich mich auch ein bisschen unterhalten, aber halt alles ein bisschen weniger als sonst. Weil wir dann auch später raus sind, aber dazu später mehr noch. So, auf jeden Fall habe ich hier einen Osterhasen noch bekommen mit Ostereiern. Oder habe ich auch noch bekommen. Da von Oma sowas bekommen. Oder aber von Osterhasen. Wie man sieht, kann es ja sehen, wie man will. Ob man dran glaubt oder nicht. Egal. Das ist jedem selber. Ach, egal. Auf jeden Fall. Ich sehe hier schon mal ein ganz schlechtes Problem und das ist, dass es auf ist. Ja, das finde ich schon mal ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Also das muss ich unbedingt jetzt hier nach dem Video ins Bad stellen und dann bleibt es auch stehen, bis ich mal irgendwie duschen gehe. Also, na egal. Benutze das hier jetzt aktuell nicht. Aber vielleicht beim nächsten Duschen gehen morgen. Ja, nehme ich das denn. Also auf jeden Fall stellt ins Bad. Also da kann sie gar nichts. Egal. Auf jeden Fall, ich habe noch Geld bekommen. Da muss man nicht zeigen, weil ich habe, habt ihr gesehen. Was habe ich noch bekommen? Ach, so ein Körbchen mit so einem. Das war es eigentlich auch schon. Ich habe noch ein Körbchen bekommen, wo ich noch 3 Eierbecher drin habe. Also hab ich auch noch bekommen. Zeige ich jetzt nicht, weil ist vielleicht nicht so spektakulär. Außerdem. Ich lepen. Egal. Ist nicht so wichtig. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, wo die sind, Mama, die irgendwie in die Schublade packt. Ja, egal. Was meine Cousine noch bekommen hat. Also es war ja danach so, wir haben ja den Kaffee getrunken. Dann sind wir mit meinem Onkel rausgegangen und meiner Cousine. Wir sind ein bisschen Fußball spielen gegangen. Ja, mein Onkel wollte eigentlich gar nicht so richtig Fußball spielen, weil er angeblich Sport gemacht hat. Und dann haben wir uns irgendwie doch geeinigt, dass. Ja, so richtig wurde das nichts. Aber dann sind wir wieder ein bisschen weitergegangen. Habe ich mein Geheimversteck gezeigt, was ich schon mal habe. Ja, da sind wir dann hingegangen. Habe ich ein bisschen gezeigt. Dann sind wir zurückgegangen. Dann haben wir. Wie war denn das? Ach, wir sind zurückgegangen. Der Vorschädling holen wollte. Weil der hatte so richtig. Das ist ein richtig cooles Ding. Ja, also die hat wirklich so ein geiles Ding hier. Das ist so ein Experiment.
Experimentkasten oder wie man das nennen soll. Also auf jeden Fall sowas hier. Kann man jetzt untersuchen. Ein Outdoor-Bug-Catcher-Container, piktogrammische Erkundungstool für Kinder, Jungen und Mädchen. Sowas hier. Wie viel kostet, das müssen wir nicht machen. Auf jeden Fall, sie hat dann gesagt, ja. Ach ja, das ist sogar das. Das ist sogar dasselbe. Naja. Ja, ähnlich. Also, dann auch so Käfer und so finden. Also finde ich gut, ne? Weil, guck mal, das ist dann auch so, da kann man dann auch schon mal ein bisschen was für die Schule lernen. Es geht ja nicht ein ganzes Leben nur um die Schule, aber da kann man das dann auch schon ein bisschen für die Schule mitnehmen. Gerade für den Biounterricht, da braucht man das ja auch, weil da geht es viel um Natur, um Menschen auch. Egal. Naja, und keine Ahnung, Pflanzen und Bäume und Natur und so. Oder auch Insekten oder Fische oder so, da kann sie auch gleich ein bisschen, weiß sie gleich ein bisschen was für später. Das kann ich ihr nächstes Mal auch sagen, das ist richtig nützlich. Mir so ein cooles Fernrohr gegeben, Fernrohr. Meinem Onkel dann hier irgendwie so ein, er sollte denn dieses Band da halten, oder das war glaube ich fest. Und nee, er sollte diese Pinzette da halten. Und dann sind wir halt losgegangen, haben dann auch einen gefunden sogar. Also richtig viele haben wir nicht gefunden, aber ein paar. Ja. Sind wir dann. Den haben wir hier. Haben wir es nochmal zurückgebracht. Dann sind wir. Den haben wir Verstecken gespielt. Ja. Lacht mich bitte nicht aus. Weil. Das ist nicht so typisch für mein Alter. Ich weiß. Aber ich habe den Spaß mitgemacht. Ich habe gedacht, ja. Ist doch egal, so, ne, so, klar, also das ist eigentlich auch nicht nur so ein Kinderspiel, das kann man auch machen, wenn man älter ist, ne, Erwachsene machen das wahrscheinlich, also mit ihren Kindern auch, weiß ich jetzt nicht, aber das kann man ja ruhig auch machen, wenn da vielleicht noch Geschwister sind und dann ist der Papa oder die Mama dabei oder beide, dann kann man das ruhig auch machen, also das ist nicht so schlimm, das hat ja dann auch Spaß gemacht. Dann haben wir noch hier ein bisschen, haben wir diese Reifenschaukel. Ja. Und wir waren uns nicht sicher, ob die Schaukel gehört. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ja, ich kenne dieses Mädchen hier. Ich erzähle gar nicht so viel von den anderen, weil das war halt so, wir sind nach Hause gekommen, dann sind meine Tante und Onkel schon losgefahren, weil mein Cousin irgendwie nicht schla also der hat sich irgendwie nicht wohl gefühlt. Da wollte er halt schlafen und. Ja, dem ging es nicht so prima gerade, glaube ich, so war's. Ja, und dann sind die nach Hause. Und dann war es so, waren die noch bis 19 Uhr hier, war auch schön. Wir haben auch noch ein Bild mit meinem Onkel, Lina und ich, hier eingeblendet. Dann plus noch das andere, wo wir beide noch drauf sind, hier. Ja, vielleicht blende ich es ein, vielleicht nicht, weil mir das Ganze, naja, nicht so gefallen hat, weil hier so eine, ach, keine Ahnung, weil ich hier irgendwie so ein, weiß ich, was ich da hatte, aber, oder so, weiß ich, was da passiert ist. Irgendwie mal, weiß ich, egal. Aber auf jeden Fall, das war das Osterfest. Ja, Oma und Opa haben dann noch gesagt, ja, war ja dann auch noch da. Ja, wir können noch ein bisschen. Oder wir bleiben noch ein bisschen und dann haben wir uns noch ein bisschen über Schule und so unterhalten und ja, die anderen, die waren halt dann auch gar nicht dabei, weil immer muss ja auch einer aufs kleine Kind aufpassen. Also auf meinen Cousin. Das habe ich ja dann auch verstanden. Dadurch hat man mit den anderen ja jetzt nicht so viel geredet wie normal. Dafür sehen wir uns ja bald schon wieder. Also nicht wir alle, aber ein paar zumindest davon. Da was für die Jugendweihe über Stühle und so, was wir da und Essen noch mal ein bisschen haben die auch wohl schon gemacht. Wir waren ja eigentlich die ganzen 3 Stunden zu Hause, also zu Hause, dreh ich, 2 Stunden unterwegs. Also wir waren ungefähr 2 Stunden unterwegs. Also die waren dann ungefähr 4 Stunden hier, so ungefähr. Ja, das war auf jeden Fall Ostern 2023. Ich werde jetzt dieses Duschzeug da endlich mal rüberbringen. Und werde dieses Video schnell schneiden. Die Bilder einblenden. Habe ich die alle gemacht, glaube ich. Ja, und dieses Vorschau-Set, das ist wirklich gut. Ja. Gerade auch für Schule. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte sowas früher auch mal.
Kann sein, oder wir hatten sowas mal in der ersten Klasse gemacht oder so. Ja, auf jeden Fall, das war das Video. Das gerne nochmal oben da. Es kommen ab und zu mal Videos, aber nicht so viel. Und ja, es ist auch nicht so viel Schnitt, weil ich ja eigentlich nicht viel rausgeschnitten werden muss. Vielleicht mal ein paar Szenen, aber ja, lasst einen Daumen rum da. Euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern und damit ciao.